Okay, wir sind auf dem Kiez. Lass ihn mal ein bisschen rotzen. So, was geht, Chat? Wir werden heute eine kleine Tour machen durch Hamburg. Wir haben hier den wunderschönen S63 AMG. E-Performance ist das. Also der hat noch einen Elektromotor zugeschaltet. Yes, sir. Stolze 800 PS hat der Kollege Schnürschuh hier. 2,6 Tonnen, 3,3 Sekunden ist schon ziemlich geil. Ja. Den habe ich für ein paar Tage mir ausgeliehen, lieber Livestream-Chat, auf Entspantarino. Ist ein geiles Auto, keine Frage. Aber ich bin unschlüssig, ob ich mich von einem SUV trennen kann zu einer Limousine. Was machen wir für eine ambiente Beleuchtung? Puffbeleuchtung. Ja, das willst du? Ja. Nein, Digga. Doch, sie sind krass. Das ist schon knallig, Digga. Wieder blau. Dann gönnen wir uns. Jetzt kann ich dir die Wellenmassage mal zeigen, Digga. Oh, Tiger, sag ehrlich. Das ist schon leicht erotisch. Das ist erotisch. Ein bisschen Sound hat der Wagen auf jeden Fall auch. Was haben der Bus und ich gemeinsam gerade hier auf der Straße? Beides Mercedes. Wir sind beide am Arbeiten. Ja. Erster Eindruck, ich habe den Wagen gestern abgeholt. Boah, im Sport-Plus-Modus ist aber bretthart, Digga. Schon sehr beeindruckend. Insgesamt ist das schon ein schönes Stück Automobil, ne? Also ein bisschen Sound hat der Wagen schon, aber ist halt eine S-Klasse, ne? Wir werden euch gleich mitnehmen in den legendären Elbtunnel. Sind ja viele Notausgänge. Ich weiß auch immer gar nicht, wo die Notausgänge hingehen. Wäre geil, wenn so eine Notfalltür einfach in der Spielbank Hamburg enden würde, Digga. Okay, Chat, seid ihr bereit? Wir fahren gemeinsam durch den Elbtunnel. Kann auch mal passieren, dass du um 23 Uhr völlig ausgelaugt von irgendwas hier längs fährst und einfach die Dinger sind komplett dicht. Bis zu 26 Meter unter der Elbe. Mehr Hamburg geht nicht. Der legendäre Elbtunnel. Ja, relativ unspektakulär, ne? Ja. Ich habe das, Digga, auch angekündigt, Digga, als wenn das hier ganz was Besonderes ist. Aber einiges ist nur ein Tunnel, der unter die Elbe durchgeht. Was sagt ihr? War absolut spektakulär. Und guck hier, das ist das, was ich meine. Linke Seite wieder Stau. Hey, Mercedes. Ja, bitte. Navigiere mich zum neuen Wall. Ich habe diese Ergebnisse gefunden. Wo möchtest du hinfahren? Also da ist wirklich nichts, was du mir davon anzeigst, in der Nähe. Abbruch. Könntest du das noch einmal sagen? Abbruch! Hey, Mercedes? Ja, bitte? Navigiere mich zum neuen Wall in Hamburg. Ich habe diese Ergebnisse gefunden. Wo möchtest du hinfahren? Ja, nice. Option Nummer 2. Ich zeige dir den Weg. Dankeschön. Bitte. Hey, Mercedes? Abonniert. Funktion zuerst in der Mercedes Me App aktivieren. Ich wollte keine OnlyFans-Bilder, ich will einfach nur was fragen. Hallo. Hey, Mercedes. Ja, bitte. Was ist besser, Mercedes oder BMW? Du hast diese Funktion nicht abonniert. Um sie zu benutzen, musst du die Funktion zuerst in der Mercedes Me App aktivieren. Abbruch. Der Wagen kostet halt einfach, wenn er voll ausgestattet ist. Ich weiß nicht, wo fängt der Basis an? 206 oder so. Sagen wir mal, um die 200.000 Euro kostet dieses Gefährt hier. Und wenn du alle Extras hast, also ihn voll ausstattest, bist du so bei 280.000 Euro. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz großen Kritikpunkt meinerseits. Aber ich finde, das Interieur von Mercedes hat in den letzten Jahren nachgelassen. Mittlerweile kannst du gar nicht mehr unterscheiden, ob das hier eine C-Klasse ist oder eine S-Klasse vom Display her, weil sowohl die C-Klasse als auch die S-Klasse haben diesen Display hier drin. Und das Cockpit hier war geformt wie eine schöne Frau. Ja, das stimmt schon, ja. Also theoretisch gesehen, ich werde nicht mal belohnt, mir das teuerste Modell zu holen, weil der neueste Stand der Dinge, was die Technik angeht mit den Monitoren, hat die E-Klasse und der EQS. Also irgendwo fühlt man sich da ein bisschen veräppelt, weil eigentlich sollte man immer in der S-Klasse das Nonplusultra und Neueste bekommen. Und das habe ich das Gefühl, ist irgendwie nicht so. Aber was ich positiv an dem Wagen erwähnen muss, um ehrlich zu sein, das Interieur hier mit der Beleuchtung ist wunderschön. Also hier ist jetzt der Hamburger Dom gleich, der natürlich jetzt gerade nicht offen hat. Hier ist der Hamburger Bunker. Genau, hier ist der Bunker, hier ist St. Pauli. Hier ist St. Pauli-Gebiet auf jeden Fall, ja. Okay, jetzt sind wir hier am neuen Wall. Das ist eine luxuriöse Gegend. Da findest du alles. Hermes, Balenciaga, Gucci, jeden Luxusladen, den du dir eigentlich vorstellen kannst. Und zwar hier vorne auf dem Behindertenparkplatz. Digga, da bist du beschissen mit deinem Fahrrad. Fahr doch da, Alter. Auch noch im Gegenverkehr. Hier ist Einbahnstraße. Ja. Hier wurde ich abgeschleppt. Hier habe ich geparkt. Und dann war der Wagen auf einmal schwuppsiwupps, Zaubertrick weg. Da guckst du auch erstmal blöd aus der Röhre. Und als ich dann gesehen habe, dass ich dafür 570 Euro bezahlen muss, auch natürlich, ne, selber schuld, wo ich geparkt habe, aber
ein Otto-Normalverbraucher kann sich doch einfach nicht mal 570 Euro leisten, Digga. Das ist gefühlt ein Drittel seines Monatslohns. Das stimmt, ja. Cartier haben wir hier, da habe ich mir letztens das Armband geholt. Ich sage euch ehrlich, von vorne ist das Auto eine unfassbare Wucht. Ich finde den Wagen auch in Weiß persönlich von vorne übertrieben sexy. Schöner als mein alten S63. Ich finde ihn auch in Weiß-Schwarz super. Von der Seite finde ich ihn okay. Ist halt Limousine, kein Coupé. Ich sag dir ehrlich, von der Seite bockt er mich in Weiß schon nicht mehr an, richtig? Von hinten ist er okay, aber ich finde ihn, würde ihn von hinten, moin Jungs. Ah, ich gucke hier den Livestream. Moin. Digga, sieht so dulli aus. Guck mal, Chat, seht ihr das? Wie dämlich das aussieht. Mit Rucksack noch. Gleich wird fett abgeschmatzt. Könnt ihr ihn schon erkennen, Alter? Könnt ihr schon erkennen, wer da vorne ist? Was gönnt ihr im Menü? Moin. Ach, so. Moin. 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 Zum Wohle auf euch. Irgendein Arschloch hat mit einem Penny-Sticker mein Gesicht überklebt, Alter. Was soll denn die Scheiße? Welcher Hund war das? Guckt ihr es an. Hier. Einfach ein Penny-Sticker über dem Gesicht. Das macht einen natürlich schon stolz, sag ich euch ehrlich. Ne? Ich weiß ja, was für ein Tempo hier abgeliefert werden kann, wenn ein richtiger Mann hier arbeitet. Ja, ne? So, und ich habe das Gefühl, heute arbeiten nur Frauen in der Küche, Alter. So, einmal mit Fleisch für ihn. Fleisch für dich, meine Damen. Ja, danke sehr. Einmal für dich. Danke dir. So, auf jeden Fall super, Digga. Was? Ich glaube, super. Ja, ich weiß, ja. Das Problem ist, denken, das gibt es nur hier, weil wir sind der einzige Laden, der am meisten von denen verkauft. Ja, das läuft aber auch in den anderen ganz gut. Ja, ist schon geil, ja. Also ich weiß, die Zahl der verkauften Menüs, das läuft ganz gut, ja? Ja, super. So, okay, Chef, wir hauen ab. Warte mal. Wieder defekt, oder was? Sag mal. Nee. Nein, du musst ihn lieb. Der hat keinen Respekt. Du musst ihn liebkosen, vielleicht. Gib mal einen Zungkuss. Genau. Nee, bitte. Wie lange bist du weg? Wie lange bin ich weg? Achso, bist du jetzt ganz weg? Ja, ich hau direkt ab, ja. Okay, schönen Abend noch, ciao. So, schön, wie die anderen Leute durchs Bild latschen gehen. Lassen uns da wieder verklagt werden, hab ich Bock drauf, Digga. Weil es ja auch nicht erkenntlich ist, ne, Chat? Das ist ja auch nicht erkenntlich, dass man hier eine Kamera in der Hand hat, ne? Ich drehe hier gerade für, keine Ahnung, für meine Schulklasse 7a. Projektwoche, genau. Wie ist es, ein Streamer zu sein? Moin, Leute, was geht? Junge! Oh, yeah. War es ein CLS, ne? Ja, CLS 350. V6? Oder ist es doch ein V6, ne? Auch ein schönes Auto, seid ihr ehrlich? Ja. Oh Gott, hier sind ja alle. Halt mal ganz kurz. Alle drauf? Alle drauf. Alle? Der Freundliche, der soziale Boss. Gut, oh, endlich lass euch, lass euch gut gehen. Ciao, ciao. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Setz dich rein und mach das zwischen deine Beine. Jo, easy. Ah, so. Oh. Oh. Hallo, Mädels. Sehr geil. Lasst euch gut gehen, Mädels. Ciao, ciao, ciao. Hey, Mercedes? Ja, weil du auch brüllst wie ein Affe. Mach du? Hey, Mercedes. Was kann ich für dich tun? Bringe mich zur Alster in Hamburg. Was kann ich für dich tun? Hast du irgendein persönliches Problem mit mir? Dabei kann ich dir gerade nicht helfen. Ey, Mercedes. Ey, Mercedes. Was kann ich für dich tun? Bringe mich zur Alster in Hamburg. Ich habe diese Ergebnisse gefunden. Wo möchtest du hinfahren? Bro, das sind... Ja, Bro, Alster. Könntest du das noch einmal sagen? Ja, Alster ist auch groß, Bro. Es ist dieselbe Anweisung an die Alster. Wo ist das Problem? Ja. Ich leugne Proverbs. Ah, das ist ein Streamsniper für uns. Ja, Kollege, was machst du denn jetzt hier, hä? Also fürs Warten werde ich nicht bezahlt. Nee. Ich werde überhaupt nicht bezahlen. Da der Eingang, da haben wir Gönnergy gegründet. Da ist unser Notar. Also ich würde fast sagen, das ist hier das Schmuckstück von Hamburg. Alles rund um die Alster. Ja. Du kannst ja gleich mal links rüber filmen, dann sieht man schon mal ein bisschen die Alster. Das Vier-Jahreszeiten-Hotel drüben an der Alster erkennt man ja ganz gut. Da hat auch das ein oder andere Mal schon der liebe Herr Jens Knossalla genächtigt, wenn mir nicht alles falsch. Ah, der feine Herr, ne? Ja. Der feine Herr. Mir ist das ehrlicherweise ein bisschen zu altbacken, das Hotel. Auf der Seite da vorne ungefähr 100 Meter war der Spot, wo das erste Abonnententreffen mit Commander Krieger stattgefunden hat. Das war hier unter der Brücke. Guck mal, das hat schon, sagt ehrlich, Chat. Das ist die schönste Ansicht. Das ist die schönste Ansicht hier von Hamburg auf die Alster. Guck mal, wie schön. Und hier haben wir uns halt, wie gesagt, auch das Feuerwerk angeguckt, ne? Ja. Richtig, Junge. Das sieht schon hier. Der fährt uns hier schon eine halbe Stunde hinterher. Was will denn der Kollege Schnee schon, ne? Digga, das war ein Dinger.
Ja, die Zielgruppe, lieber Leichen Chat. Die entwickelt sich, ja. Sieht auch unfassbar schön aus mit der Beleuchtung, ne? Muss man fairerweise sagen. Das soll, ist ja irgendein Offizieller ist wohl anscheinend hier, ne? Vielleicht der Papa Olaf. nee. Da wäre mehr Polizei aufgebaut, ja, wenn Olaf Scholz hier wäre. Das ist hier der kleine Kuhdamm von Hamburg im Grunde. Aber wurde ja dicht gemacht hier, ne? Hier kommen nur noch Taxen und Busse. Haben sie dicht gemacht und vorher noch einen Blitzer hingestellt. Hier ist Photoshop entstanden, ja, ich weiß, ja. Da unten, vor dem Eingang, wurde Photoshop gedreht von ApoRed und KS-Freak und so, ne? Da, wo die sitzen, da die Ecke, war Photoshop. Weil jetzt machen wir hier, die Liegefunktion. Boah, das Geräusch auch, wenn er angeht, ist geil, Digga, ne? So, okay, wir probieren es selber aus. Es geht einfach nicht. Das kann doch nicht sein. Warte, was? Hä? Oh, jetzt ruft mein Ansprechpartner an. Ja, Robert? Was ist denn was los? Wir hatten einen kleinen Unfall, leider. Du kriegst den Sitz einfach nicht nach vorne verschoben. Ja. Das passiert einfach gar nichts. Nee, da passiert gar nichts. Dann muss ich dir das vielleicht nochmal zeigen. Oh Gott. Oh. Das ist schon mega entspannt, sag ich dir ehrlich, Digga. Also ich sag dir ehrlich, Digga, das hier hinten ist ganz großes Kino gerade, Digga. Und die rote Puffbeleuchtung kommt auch wirklich geil. Ah. Jetzt habe ich's, ja. Da siehst du wohl. Man muss das mit dem Finger gehalten. Okay, wir sind auf dem Kiez. Hier vorne ist die Spielbank Hamburg. Das ist der berühmte Kiez-Penny aus den Dokumentationen, kennt ihr alle. Und hier kannst du halt massiv, ne? Moin. Alles klar, weiß Bescheid, danke dir. Ja, Digga, was fährst du denn so schnell jetzt? Machen wir einen Rückwärtsgang nochmal. Das ist hier die große Freiheit, das kennt ihr alle. Ne, hier geht auch die Luzi ab. Lass ihn mal ein bisschen rotzen. Ja. Achso, hast manuell geschaltet jetzt? Ja, jetzt schalte ich mal. Ja. Ist okay, aber wenn ich es jetzt vergleiche mit den ganzen alten AMG-Modellen und V8-Sounds ist das halt runtergedrosselt, ne? Monsieur, können Sie mir mal einmal den Gönnergy rüberreichen, bitte? In jedem Falle. Das heißt, ja, Sir. Auf jeden Fall ist Liam ein Zuschauer gewesen und auch immer noch. Und ich habe ihn mal spontan, war das erste Mal dann in der Situation auch im Casino kennengelernt. Und da haben wir uns eigentlich relativ gut verstanden. Ja, das Ding war nämlich, Marcel wollte sich Geld von mir leihen. 20 Euro. Nein, das stimmt nicht. Doch. Nein. Guck mal, du hast solche Gedächtnislücken, Bro. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich mir von dir Geld leihe? Das ist eine 1,03. Dann habe ich ihn ein paar Mal öfters da gesehen. Irgendwann haben wir uns angefreundet, Nummern ausgetauscht und dann sind wir Freunde geworden. Und jetzt ist Liam ein Homie von mir einfach, ne? Ist auf jeden Fall sehr bequem. Ah, jetzt. Oh ja. Oh ja. Ich sage euch ehrlich, ich bin kein Freund von Weiß mittlerweile. In Weiß kommen natürlich die Rücklichter extrem geil. Das Rot auf Weiß, aber ich würde den Wagen besser finden in Schwarz. Was geht? Ich bin's. Was? Verpiss dich, Junge. Ich lauf doch jetzt nicht. Verpiss dich, du abgehobener Bonze in deinem Auto. Das wollte ich. Ich wollte den einmal so von außen hören. Oh, der sieht schon edel aus, ne? Diese Bonzen hier. In meinem grünen Viertel, Alter. Ey, du Pisser, was fährst du so eine Benzinschleuder, du? Fahr mal ein bisschen Fahrrad, du doch, Alter. Du dumme Du doch, ich bin grün. Fahr Fahrrad. Du verpestest die ganze Umwelt mit deinem V8. Du bist ein dummes doch. Denkst auch, bist was Besonderes, ne? Verpiss dich, Junge. Geh raus aus meinem Viertel, sonst komm ich ja gleich hinterher, du doch, du. Der hat sich aber unfassbar geil gerade angehört, als er gefahren ist, Mann. Der sieht halt auch, also ich finde, der sieht auch wirklich sexy auf der Straße aus. Also der sah wirklich gut aus auf der Straße. Oh. Huch. Bin gar nicht aufgefallen. Ah, jetzt. Alles ordnungsgemäß, Chat. Ich weiß nicht, wie es für euch gerade ist, Chat, aber der macht schon einen guten Eindruck. Wow. Kleiner Noten. Entschuldigung, könnte ich Ihnen einen blasen für den Profi? Sieht schon sexy aus von außen, Digga. Muss man ja, ich suche mal auch meine E-Zigarette auf Krampf die ganze Zeit schon, Mann. Zeig mal her.
Habe ich ihm gestern in die Tasche gesteckt, ja, auch Junge, lustig. Ich will mein Nasenspray rausholen. Ich denke, was ist das denn in der Tasche? Ey, auf einmal findet das Ding in der Tasche. Da habe ich einen kleinen Dildo reingetan. Selber ausbieten mit Sixern und ich sage, wow. Nimm sie mit auf das Dach, so setz und glow. Let's go. Was sagt ihr zum Auto-Chat? Ich sage euch ganz offen und ehrlich, wenn ich mir dieses Auto ziehen sollte, und ich werde es nicht kaufen, auf keinen Fall, ich werde es leasen, dann sollte ich die Option nochmal machen und vorher nochmal den Bentley Continental GT Probe fahren. Das würde ich dann auch on-stream machen, Chat. Das Ding ist halt einfach, ich glaube, der Bentley Continental GT ist das, also für mich persönlich ist es das hübschere Auto von außen. Die Frage ist halt, ob der auf Langstrecke auch den Komfort bietet und dieses wunderschöne Interieur wie der Mercedes. Und da wird der Mercedes einfach vorne sein, Digga. Brabus ist keine Option. Brabus hat keine Leasingfahrzeuge oder keine Mietfahrzeuge. Ist auch vollkommen okay, ist ja easy. Aber ich bin auf gar keinen Fall bereit, für ein Auto 500.000, 600.000 Euro auszugeben, Digga. Es kommt immer ganz drauf an, wie du den Wagen liest. Mit Anzahlung, wie lange, wie viele Kilometer. Das erste Angebot, was ich von Mercedes bekommen habe, war eine Frechheit, um ehrlich zu sein, muss ich hier sagen. Da war der Leasingpreis bei 5.200 Euro oder 5.300 Euro pro Monat. Da habe ich gleich gesagt, auf keinen Fall. Never ever. Das ist deutlich zu viel. Jetzt ist mein aktuelles Leasingangebot für dieses Fahrzeug von jemand anderen, aber auch Mercedes, knapp über 3.000. Was auch noch unfassbar viel Geld ist. Aber ich bezahle jetzt für mein GLS 2.800 oder so oder 2.300, ich weiß gar nicht. Genau, irgendwas bei um die 2,5, sagen wir es mal so. Ich könnte, wenn ich mir diesen Wagen jetzt hier lease, den auch gegenrechnen, also steuerlich. Und hier sind wir am Fischmarkt. Immer sonntags, ab glaub 4:30 morgens oder so irgendwie. Und hier war ich ganz viel früher mit meinen Großeltern auf dem Markt handeln. Oh, Chad, habt ihr ein bisschen Vibe wenigstens hier? Wie sieht man das überhaupt? Kommt das gut im Stream rüber? Das ist natürlich wieder die Frage, ne? Halt mal ganz kurz, ich will kurz pissen, Digga. Man muss ja auch das Splatboy-Image aufrechterhalten, sag ich. Boah, ich werd... Boah, nee, da steht aber ein Auto, Digga. Ich sag so, Hamburg hat auf jeden Fall schöne Seiten. Mir sagt es jetzt hier, persönlich würde mir das im Sommer deutlich mehr zu sagen. Und ich finde auch, das Gewässer, auch wenn es natürlich sauberes Wasser ist, ich würde da jetzt nicht aktiv im Sommer drinne planschen gehen. Digga, 2.500 Euro Jacke. Geht wieder nicht zu. Zigarre, Mann. Alter, Junge. Das muss ein Hexenwerk. Bro, es geht einfach nicht. Was ist denn das für eine Scheiße von Louis? Muss ja, doch... Jetzt bist du auf der richtigen Fährte. Geht nicht, Amanda Zickzack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, jetzt... Ach komm, weißt du was? Digga, es geht nicht runter. Das ist jetzt so ein Prinzipding gerade, weißt du, wie ich meine? Ja. Die kann man zweimal... Die ist beidseitig. Das ist ja gruselig gelöst. Guck, wie es auch für die da drüben aussieht. Leute, mir da am Komm, Digga. Was moin, geht? Moin. Kannst du mir einmal unterschreiben? Klar, natürlich. Halt mal bitte ganz kurz. Glaubst du, mit dem Edding geht das? Ja, glaub ja. Versuch mal. Ich war letzte Woche mit meinem Kumpel bei Peter Pan essen. Ah, oh, geil. Pass auf, das verwischt, das verwischt. Ja, okay. Halt so, du verwischt das noch mehr, Bro. Jetzt alles verwischt. Warte. Das hab ich dir auch gesagt. Oh. Ja, warte. Sag mal, ja, hast du jetzt alles verwischt oder was? Ja. Ganze Unterschrift ist weg. Digga, ist alles weg. Das darfst du nicht anfassen, das verwischt, weil der Stift ist nicht dafür gemacht. Das ja. ist Textilmarker. Nicht, so, pass auf. So, alles klar. Darf ich mit dir ist schon wieder dagegen? Spontan. Nein, hilft nicht. Okay. Ja, mach Foto, klar, natürlich. Können wir im Stehen? Gut. So nervös der Arme, ja, aber der war harmlos im Sinne von, der war nett, versteht ihr, wie ich meine? Das ist das Gebäude. Das, wie teuer war das? Über 800 Millionen für die Scheiße hier. Das baue ich dir selber aus eigener Hand für 100 Millionen, sage ich. Ich war schon mal in der Äpfelharmonie drinne. Die haben extrem heftige Hotelzimmer, Digga, mit einem unfassbaren Ausblick. Die haben auch einen Spa-Bereich. Ja, also die Hotelzimmer sind geisteskrank, Digga. Steht auch mal direkt neben meiner Tür, voll erschrocken, Alter, Lul. Ja, ich muss erstmal aussteigen. Das ist dein CLK? Ja. Willst du den verkaufen? Gerade umgebaut. Was hat der Umbau gekostet? 10.000. Wir haben uns doch gestern auch gesehen. Ich bin hier hinterher gefahren gestern, genau. Wie ein Stalker. Das bin ich. Jetzt weiß ich. Ich habe sogar ein Foto von seinem Auto gemacht. Was ist das für ein Bild, was dir gestern geschickt hat? Ja, ich weiß. B-Säule auch weg. Sieht schon schön aus, sei ehrlich. Auch von hinten sieht er unfassbar sexy aus, ja. Digga. Wie oft wärst du vor den Bullen angehalten? Gerade mit mir, der fällt ganz selten. Ja? Ich habe gestern von dem Auto noch nur ein Foto gemacht, als er vor mir gefahren ist. Und habe ihm noch, als ich an ihm vorbeigefahren bin, gehupt und Daumen gegeben, weil ich sein Auto unfassbar schön fand. Und jetzt fährt er mir hinterher, weil er meinen Stream schaut. Man sieht sich immer zehnmal im Leben. Okay, gib deinen Tipp jetzt ab. Ja, okay, ich sag... Oh, du zählst, du Affe! 18 Stück. Ich sag 22. Okay. Um 20.
Okay. 1, 2, nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, also über 20, ich hab gewonnen. Nein, nein, nein. Natürlich! Das ist Käse, Bro. Der ist neu dazugekommen. Nein, der stand der da eben, neu, nein, der stand da eben schon. Das ist eine Verarsche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist die 6. 7 ist das! Du laberst Scheiße! Das ist 7. Bro, was bist du für ein Zinker? Das ist 7, der ist nicht dazugekommen. Nee, wir haben gewettet, wie viele Taxis hier stehen, um 20 Euro und der will zinken. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 20 oder 21? Ja. Ich habe 22, also bin ich nicht da dran. Na. Mit einer 20 bist du nicht dran. Nee, was hast du gesagt? 18. Du warst doch hier ganz fleißig und laut brüllend. Das sind 10. 21 sind das. Oh, guck mal, er hat einfach besseres Display im Auto als ich. Er kann Serien gucken, Digga. Nee, aber er kann einfach Serien gucken in seinem Auto, in seinem Tesla. Und ich in 280.000 Euro kann nicht mal Serien gucken, Digga. Warum diskutiere ich jetzt wegen 20 Euro? Du kannst dich am Arsch stecken. Das sind über 20 Autos. Ein Cash-Auto für 15er. See, ich hab gewonnen. Scheiße. Denkt immer dran, 860 Millionen. Krieg das Kotzen, Digga. Ich war hier auch mal essen, fällt mir gerade ein. Da drüben das Gelbe ist König der Löwen. Da war ich mit meiner Oma und mit meinen Geschwistern. Ist eigentlich ganz cool. Mir war es ein bisschen zu lange. Also man kann hier auf jeden Fall schon gut abchillen, aber ich sage euch auch ehrlich, auch hier wieder, das werde ich auch, also habe ich jetzt gefühlt heute schon 10 Mal gesagt, würde ich alles viel mehr enjoyen, wenn Sommer wäre. Unfassbar kalt. Ja, mach ein Foto, kein Problem. Mach ein Selfie auf entspannter Rino. Ja. Ja, mach doch den Blitz an, dann, ja, dann ist doch entspannt. Aber nicht mit Innenkamera, das ist bodenlos. Doch, Snapchat. Snapchat? Oha. Gut. Dankeschön. Gerne. Sieht ganz schick aus auf jeden Fall. Der Ausblick, was sagt ihr, Chat? Ist natürlich jetzt nicht weltspektakulär, ist ja klar, gibt deutlich schönere Ausblicke, aber ist schön. Ich würde sagen, Chat, wir machen für heute Feierabend. Leo muss morgen auch früh raus. Ich hoffe, der kleine IRL-Stream hat euch gefallen. Angenehme Nachtruhe wünsche ich euch und wir sehen uns die Tage. Wiederschauen und reingehauen.